الشافعي رحمه الله تعالى زاكت und ابن القيم hat diese Aussage in seinem Buch إعلام الموقعين übertragen. Sagte, die Muslime sind sich einig, dass wenn die Sunna des Gesandten sallallahu alaihi wasallam jemanden erreicht, ihn hat die Sunna erreicht, es nicht erlaubt ist, sie, die Sunna, für die Aussage von irgendjemand anderen zu verlassen. Ijma. Wo Abu al-Bara? In I'lam al-Muwaqqi'in, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala hat das übertragen, im Band 1, Seite 7. Was sagt al-Shafi'i? Abu al-Bara, das kann niemals sein, weil die Ahbash folgen Shafi'i. Du willst nicht, dass ich in einen Lachkrampf ausarte, ja? Ich könnte jetzt 10 Minuten durchgehend lachen. Die Ahbash sind Feind von al-Shafi'i und al-Shafi'i ist Feind von ihnen. Und ihr werdet das hören im Laufe der Zeit, wenn wir jeden ihrer Punkte auseinandernehmen. Wallahi, bei Allah, dem Allerhöchsten, dem, der erhaben ist über seinem Thron, wenn das nicht die kräftigste Lüge ist. Abu al-Bara, mehr als die Lüge der Politiker und mehr als die Lüge der Presse. Sie haben eine Lüge fabriziert, dass sie angeblich al-Shafi'i rahimahullah ta'ala folgen.